Herzlich willkommen zum dritten großen Fehler in unserer zwölfteiligen Serie, die größten Fehler im Verkaufsgespräch oder auch im Verkaufsprozess. Heute geht es um den großen Fehler, dass ein Neustarter, ein Neugründer, der anfangen will zu verkaufen, kein Assessment einplant und auch keinen Sparringpartner hat, mit dem er üben kann. Das gleiche gilt aber für dich als Bestandsunternehmer, wenn du schon länger am Markt bist und du ein neues Produkt, einen neuen Verkaufsprozess oder einen neuen Kanal in Betrieb nehmen willst, dass du diesen nicht testest. Bedeutet also, die gesamten Leitfäden, die du erstellt hast, die wir in der letzten Folge auch kennengelernt haben, wenn diese fertig sind, dann bitte übe nicht am Kunden, sondern hier gilt es mit einem Vertrauten, mit einer kompetenten Person, mit einem Sparringpartner, vielleicht einem Coach, Mentor oder Gleichgesinnten, hier deinen Leitfaden zu trainieren. Und zwar nicht nur das Verkaufsgespräch, sondern gerne auch die Anbahnung, das Termingespräch, die einzelnen E-Mails komplett durchgehen, ob das stimmig ist und auch natürlich nach dem Verkaufsgespräch das Follow-up bis zum Closing und nach dem Closing natürlich der After-Sales-Service. Wie genau sieht das aus? In der Regel ist das so, dass du zunächst mal einfach deine Leitfäden vorsprichst, durchsprichst und dann mit einem Sparringpartner einen Termin machst. Und im Termin empfehle ich dir, mindestens Audioaufnahme einzuschalten, aber noch besser vielleicht, gerade wenn du persönliche Verkaufsgespräche machst oder online digital, das auch visuell mitzuschneiden. Als ich damals in den 90ern die ersten Verkaufsgespräche durchgeführt habe, sowohl live als auch am Telefon, da habe ich mir eine große VHS-Videokamera vor die Nase gesetzt. Denn Smartphones, Handys, die ganze Technik, die du heute und ich heute haben, gab es damals noch nicht. Und das war aufwendig, mit diesen Videobändern dann wiederum sich das Material anzuschauen. Du hast heute den Vorteil, es ist ein Knopfdruck entfernt für Audiodatei, Videodatei oder Bildschirmmitschnitte auf deinem Computer. Und dieses Material gilt es dann zu sichten, und zwar professionell. Professionell bedeutet, nicht nur auf deine Worte zu schauen oder auf das, was du gesagt hast, sondern viel mehr auf das zu schauen, was du letztendlich eingesetzt hast, um deine Botschaft rüberzubringen. Das ist deine Stimme, das sind deine Pausen, das sind deine Betonung, das ist dein Tempo, das ist deine Sprachrhythmik. Also alles, was du paraverbal, nennt man das, eingesetzt hast, um den anderen abzuholen, zu erreichen und zu überzeugen, zu führen bis zum Abschluss. Letztendlich kann auch deine gesamte Körpersprache, dein Blickkontakt, deine Mimik, deine Gestik, deine Körperhaltung, dein Spielen am Stift, all das kann analysiert werden und optimiert werden. Es ist also kein einzelnes, ich spiele immer mein schlaues Gespräch durch, sondern es ist schon ein recht aufwendiges Analyse-Assessment, was dort stattfindet. Denn die hohe Kunst ist ja nicht nur, dass du eine schauspielmäßig getaktete Rolle einübst und die vorträgst, sondern der gute Verkäufer, der hat natürlich seine Leitfäden, aber er analysiert erstmal sein Gegenüber und passt sich an. Auch hier empfiehlt es sich, einen Leitfaden aufzusetzen, zum Beispiel für den üblichen Smalltalk. Beim Smalltalk geht es nicht um das Wetter, den Urlaub oder die Anfahrt zum Treffpunkt, sondern beim Smalltalk geht es um ein Beschnuppern, das was die Tiere in der freien Wildbahn auch machen, wenn sie sich das erste Mal treffen. Sie wollen ja erstmal wissen, wer ist mein Gegenüber? Ist es Feind? Ist es Freund? Oder potenzieller Gründungspartner für eine neue Familie, für ein neues Rudel? All das wird in der Smalltalk-Phase auch abgebildet und ich empfehle dir, das auch im Assessment auf deine Liste zum Üben auch zu schreiben. Das bedeutet also, deine Leitfäden werden geübt mit Sparringpartner und danach mit einem Auswertungscoach oder Mentor, der fit ist, der kommunikativ gut geschult ist. Denn kleine Mikrogesten, kleines Augenrollen, kleines Naserümpfen an die Nase fassen kann deinen Verkaufsabschluss zerstören. Das bedeutet also, alles gilt es immer wieder zu üben, zu trainieren, kalt zu üben, im Assessment zu üben, stetig zu optimieren, bevor du dann den ersten Kundenkontakt hast. Und danach kommt dein Wechselspiel zwischen echten Kundengesprächen, zwischen Assessment, zwischen echten Kundengesprächen, zwischen Assessment. Nicht umsonst sind die Verkaufstrainer so beliebt, so gefragt und auch so erfolgreich, wenn sie gut ihren Job machen. Denn es macht einen Unterschied, ob du aus 10 Gesprächen mit einem Kunden keinen Abschluss machst oder nur einen, oder ob du 3 oder 5 Abschlüsse oder vielleicht sogar 7 Abschlüsse aus 10 Gesprächen herausholst. Dein Umsatz wird ein anderer sein und vor allen Dingen auch die Lead-Gewinnungsquote wird deutlich niedriger sein,
Das bedeutet für dich weniger Zeitinvestition und gleichzeitig mehr Umsatz. Und wenn dich das interessiert, nun, dann starte auch du dein Assessment Center. Starte du auch mit einem Mentor, mit einem Coach gemeinsam die Auswertung und Optimierung nicht nur deiner Texte, sondern deiner Stimme, deiner Körpersprache und des gesamten Szenarios, der gesamten Atmosphäre drumherum. Wenn du dabei Unterstützung brauchst, dann bist du jetzt auch eingeladen, auf den Link unterhalb des Videos zu klicken, den Kanal zu abonnieren, die Glocke zu betätigen und vor allen Dingen, wenn du magst, uns weiter zu empfehlen, denn davon leben wir. Ansonsten geht es in Kürze weiter mit dem vierten Teil unserer 12-teiligen Serie. Und ich wünsche dir viel Erfolg heute bei deinem Assessment Center und bei der Recherche, beim Rekrutieren, beim Beauftragen deines Mentors, deines Coaches, der dir dabei hilft. Dein Daniel Schäfer.